Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Let's Play von mir, und zwar dieses Mal wieder aus dem LS19 Nordfrisch Marsch Vierfach. Einen wunderschönen Mittwochmittag wünsche ich. Jo, wünsche ich jetzt schon einmal frohe Weihnachten, weil morgen ist ja Weihnachten. Bleibt gesund, feiert schön. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir los. Jetzt da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, beim Haus sammeln. Und ja, dann schauen wir einmal, wie lange wir dafür noch brauchen. Dann gehen wir gleich den Kompost verkaufen gehen, das was wir letzte Folge angedeutet haben. Was ist das? 6.5 Stunden later. Dann haben wir jetzt 1000 Liter Haus im Fermenter drin, die müssen dann erst fermentiert werden. Dann können wir uns endlich dabei um die Tiere kümmern, den Kompost verkaufen gehen. Nur 72.000. Habe ich schon ein bisschen. So, dann geht's da wieder weiter. Was ist das denn? Haben wir das Haus da aufgeschnitten? Will ich da unten noch tiefen suchen? Da hat noch ein bisschen. Nice. Die und die eine Bock. Wenn wir fertig sind, dann können wir Kompost verkaufen gehen. Und dann war's das. Kommen wir weiter bei den Kindern, ob wir da was machen können. Ob sonst noch was angeht. Erst nachher, wenn man nichts tut. So, dann ist fertig. So. Mal abschalten. Und da lernt beim Winter wieder. Und dann passt es wieder so wie es war. Oh. Oh, wo steht es? Besser. Wachstum. Passt. Und wenn der fertig tiefen Glück hat, werden wir dort ein Reis uns sehen. Werden wir einmal den Frischemlon hängen. Kompost verkaufen gehen. Ah. Jetzt dahin. In der Drehschemel wieder, oi. Werden das wieder. Geht's eben dahin. Bring mal einen Verkomm. Hat 39 bei der Gärtner. Da oben.
27,5 Tonnen. Later. A few moments later. Auf was eigentlich nicht schneller, wenn ich bauen darf? Ich muss das einmal das Sagen eindeutig zu lang. Ich hab ganz schön die 20 Tonnen da. Wegmachen. Sechzehntausend, so geht. Das geht. So haben wir. Oh ja. Ich hab nichts. Okay. So, meine lieben Freunde. Ich hoffe, es hat euch die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst doch eine Bewertung da. Einen netten Kommentar. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut. Ciao.